Du suchst dir Bluetooth-Kopfhörer, mit denen du sehr gut telefonieren kannst oder in Videokonferenzen teilnehmen kannst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich habe nämlich viele Bluetooth-Kopfhörer mit Mikrofon getestet und fasse in diesem Video für dich alle meine Tests zusammen. Und zwar nur die Mikrofonqualität der jeweils einzelnen Kopfhörer und nichts anderes. Du wirst Soundbeispiele hören aus einer lauten Umgebung, zum Beispiel aus einem fahrenden Fahrzeug, aus einer sehr lauten Umgebung bei offenen Fenstern und aus einer leisen Umgebung, zum Beispiel im stehenden Auto. Jetzt befinden wir uns im Auto. Ich fahre einen Diesel. Es regnet draußen, die Scheibenwischer sind an und wir fahren gerade 70 km/h. So hört sich das eben an, wenn du mit den Sony Linkbuds im Auto telefonieren würdest. Das sind die Apple AirPods 3 Bluetooth-Kopfhörer in einer lauten Umgebung, also hier sitzend im Auto. Bei etwa 80 km/h fahrend, so dass du hören kannst, wie gut sich die Kopfhörer bei lauter Umgebung anhören. So, jetzt hörst du die Apple AirPods Pro bei den gleichen Konditionen. Wir fahren also 70 und der Diesel dreht gerade ungefähr 2,5 Touren. Und so hört sich das an, wenn du dann im geschlossenen Auto telefonieren würdest. Das hier sind die Soundcore Live P3 Bluetooth-Kopfhörer. Und ich teste in diesem Video die Mikrofonqualität in lauter und leiser Umgebung, sodass du entscheiden kannst, ob die Mikrofonqualität dieser Kopfhörer für dich ausreichend ist. Das hier sind die Earfun Free Pro 2 Kopfhörer. Und wie bei allen Kopfhörern teste ich auch die Mikrofonqualität dieser Kopfhörer in einer lauten und in einer sehr lauten Umgebung. Das sind die Soundcore Liberty 3 Pro Kopfhörer. Und wie bei allen Kopfhörern mache ich jetzt immer einen Test in einer etwas lauteren Umgebung, sodass du die Mikrofonqualität dieser lauteren Umgebung mitbekommen kannst. Das hier sind die Teufel RealBlue TWS Bluetooth Kopfhörer. Und ich teste in diesem Video diese Kopfhörer in einer lauten Umgebung, in einer sehr lauten Umgebung und in einer Büroatmosphäre, sodass du die Qualität der Mikrofone sehr gut vergleichen kannst. Wir fahren jetzt 70 und wir hören einen Diesel bei geschlossenen Fenstern. So hört es sich eben an, wenn du mit einem Diesel bei 70 unterwegs bist im Auto. Und so würde dich dein Gesprächspartner hören, wenn du dann mit den Soundcore Live P3 telefonieren würdest. So, jetzt fahren wir im Auto bei etwa 70 km/h. Ich fahre einen Diesel und so hört sich das eben an, wenn du bei fahrendem Fahrzeug mit den Kopfhörern telefonieren würdest. Das hier sind die Samsung Galaxy Buds Pro und ich zeige dir in diesem Video, wie die sich in einer lauten Umgebung anhören, beziehungsweise wie die Mikrofone klingen, wenn du im Auto sitzt, einmal bei geschlossenen Fenstern und einmal bei geöffneten Fenstern. So, jetzt fahren wir mit meinem Opel Astra K Diesel etwa 80 km/h. Die Fenster sind noch geschlossen und du hörst ein ziemlich lautes Geräusch im Auto, weil der Diesel schon nicht leise ist. Aber das haben wir ja bei den anderen Kopfhörern auch schon gehört. Das sind die Beats Studio Buds. Und so hört sich die Mikrofonqualität während der Fahrt mit einem Diesel bei etwa 70 km/h. Das sind die Sony WF-1000 XM4 Bluetooth-Kopfhörer. Wir fahren jetzt in einem Diesel bei etwa 70 km/h. Alle Fenster sind geschlossen und so hören sich die Sony WF-1000 XM4 an, wenn du in einem fahrenden Auto telefonieren würdest. Ja, jetzt sind die Fenster alle wieder zu und jetzt hörst du natürlich ein deutlich verständlicheres Signal bzw. deutlich verständlichere Sprache. Bei den AirPods 1 immer das Problem, dass Siri mich im Auto schlecht verstanden hat. Das heißt, hauptsächlich habe ich sie wegen Siri gekauft, damit ich im Auto eine Freisprecheinrichtung habe und damit ich im Auto Nachrichten per SMS oder per WhatsApp senden kann. Lass uns jetzt alle Fenster öffnen, obwohl es draußen regnet, damit du hören kannst, wie sich die Kopfhörer anhören,
wenn es sehr laut ist. So, jetzt sind alle vier Fenster geöffnet. Wir haben hier einen sehr starken Wind im Fahrzeug. Alles flattert hier rum, die Kopfhörer kriegen richtig Wind ab. Jetzt öffne ich mal alle Fenster und so hören sich die Apple AirPods 3 an, wenn es wirklich sehr laut in der Umgebung ist und du mit den Kopfhörern dann quasi telefonieren möchtest. Es ist ungefähr mit einem Cabrio gleichzusetzen und so hört sich das dann quasi an. Wenn ich 70 fahre und dabei telefonieren würde. Wir können jetzt mal die Fenster aufmachen. So habe ich das bisher mit allen anderen Kopfhörern auch getestet. So hört sich das eben an, wenn du mit den Soundcore Live P3 bei sehr, sehr lauter Umgebung telefonieren würdest. Wir können jetzt mal wieder die Fenster öffnen. Ich öffne jetzt alle vier Fenster. Wir haben hier einen sehr starken Durchzug. Der Wind bläst hier durch. Und so hören sich die Earfun Free Pro 2 Bluetooth-Kopfhörer an, wenn du damit in einer sehr lauten Umgebung telefonieren würdest. Wir können die Fenster jetzt hier auch nochmal runterlassen. So habe ich auch andere Kopfhörer getestet. Du hörst jetzt die Soundcore Liberty 3 Pro in etwa gleiche Konditionen wie in einem Cabrio, beziehungsweise du weißt ja, wie sich das anhört, wenn das Auto eben alle vier Fenster geöffnet hat. Jetzt können wir mal die Fenster öffnen. Es regnet zwar draußen, aber das ist egal. Wir fahren jetzt wieder 70 bei geöffneten Fenstern. Der Wind ist wirklich sehr laut. Im Auto ist es jetzt auch sehr, sehr laut. Und so hören sich die Samsung Galaxy Buds Pro in einer lauten Umgebung an. So hören sich die Samsung Galaxy Buds Plus an, wenn es etwas windiger wird, ungefähr vergleichbar mit einem Cabrio-Fahrer. Hier wird natürlich auch das Mikrofon umschalten. Die Samsung Galaxy Buds Plus haben halt auch unterschiedliche Mikrofone. Wir haben ein Außenmikrofon, wir haben ein Innenmikrofon und je nach Kondition, die da drauf gegeben ist, schalten sie eben um. So würdest du in einem Cabrio sitzend oder eben beim Autofahren bei 70 km/h mit allen offenen Fenstern dich beim Telefonieren anhören, beziehungsweise so deutlich oder undeutlich würden dich deine Gesprächspartner beim Telefonieren hören können. Jetzt sind alle Fenster geöffnet, alle vier. Und es ist sehr, sehr windig im Auto. Das kann man ungefähr vergleichen mit einer Cabrio-Fahrt. Beziehungsweise weißt du ja selbst, wie windig es im Auto ist, wenn du alle vier Fenster öffnest. Ich kann die Fenster gleich nochmal öffnen, damit wir hören können, wie sich die Beats Studio Buds in einer sehr windigen Situation verhalten. Beziehungsweise wenn die Umgebung auch sehr laut ist. Wir können die Fenster jetzt hier auch nochmal runterlassen. So habe ich auch andere Kopfhörer getestet. Du hörst jetzt die Soundcore Liberty 3 Pro in etwa gleiche Konditionen wie in einem Cabrio, beziehungsweise du weißt ja, wie sich das anhört, wenn das Auto eben alle vier Fenster geöffnet hat. Ja, und du hörst jetzt die Sony WF-1000XM4. Bei vollständig geöffneten Fenstern. So hört sich das an, wenn du damit, ja, sag ich mal, beispielsweise in einem Cabrio telefonieren würdest. Wie sich das Ganze anhört, wenn Wind im Spiel ist, wenn du zum Beispiel als Cabrio-Fahrer unterwegs bist und beim Fahren dann auch telefonieren möchtest. Wir können jetzt wieder mal die Fenster öffnen. Ich habe jetzt alle vier Fenster geöffnet. Wir haben sehr stark Wind jetzt im Auto. Viele Kopfhörer steigen bei dieser Konstellation aus und so hören sich die Teufel Real Multiverse Kopfhörer an. Wenn du damit in einer sehr lauten und windigen Atmosphäre oder Umgebung telefonieren würdest. Ja, und wie in jedem Test teste ich auch die nochmal bei stehendem Auto. Du hörst hier keine Windgeräusche, keine Motorengeräusche.
Hier ist es richtig still und im Auto ist ja die Audiokulisse immer so sehr gedrückt und so hören sich die Kopfhörer eben an, wenn du im Auto damit telefonieren würdest. Ja, und so hören die sich an, wenn das Auto aus ist und hier so gut wie gar keine Nebengeräusche zu hören sind. Das ist eben die beste Mikrofonqualität, die du aus den Teufel Real Blue TVs erwarten kannst. Hier im Auto ist es ja sehr, sehr leise und es ist auch sehr gedrungen. Das heißt, hier gibt es keinen Hall und keinen Schall. Und die besten sind sie eben nicht. Es gibt definitiv bessere Bluetooth-Kopfhörer, wo die Mikrofonqualität sich auch wesentlich besser anhört. Jetzt hörst du die Mikrofonqualität in einem sehr leisen Raum. Wir sitzen jetzt im Auto. Es gibt absolut keine Umgebungsgeräusche mehr, nur dieser gedrückte Raum. Im Auto ist es ja sehr, sehr, sehr ruhig, wenn der Motor nicht läuft. Und so hört sich das dann eben mit den Soundcore Live P3 Kopfhörern an. Jetzt stehen wir im Auto. Hier ist der Motor aus und wir bewegen uns nicht. Und ich höre hier absolut keine Nebengeräusche, außer vielleicht mal leicht ein Fahrzeug vorbeifahren. Aber so hören sich die Kopfhörer eben an, wenn du in einem geschlossenen, kleinen Raum, der vom Sound her sehr gedrückt klingt. Ja, die Apple AirPods 3 sind definitiv besser geworden als die Apple AirPods Pro. Die haben ja wirklich eine sehr schlechte Mikrofonqualität gehabt. Insbesondere wenn es lauter wurde, wurde die Stimme so verzerrt, dass man fast gar nichts mehr verstanden hat. Die AirPods 2 sehen genauso aus wie die AirPods 1. Die fühlen sich auch genauso an. Die sind immer noch so glitschig. Die fallen immer noch aus dem Ohr raus, aber die sind dennoch besser als die AirPods 1. Ja, und das sind die Libraton Air Plus in einer sehr, sehr ruhigen Umgebung. Und so hört sich eben die Mikrofonqualität der Libraton Air Plus Bluetooth-Kopfhörer an. Du hörst, dass es tatsächlich sehr klar klingt. Und das ist im Vergleich zu den alten Track Air Plus der ersten Generation wesentlich besser geworden. Ja, jetzt stehen wir, das Auto ist aus, so hören sich die Sony Linkbuds an, wenn die Umgebung relativ leise ist. Hier im Auto höre ich kaum Außengeräusche und das Ganze ist ja relativ gedrückt und so würden sich die Kopfhörer anhören, wenn du damit in einer sehr leisen Umgebung telefonieren würdest. Und hier nochmal den direkten Vergleich mit den aktuellen Apple AirPods 3 Bluetooth-Kopfhörern. So hören sich an, wenn du im Auto in einer relativ leisen Umgebung sitzt und der Raum ist ja relativ klein, also hier kaum Störgeräusche eine Rolle spielen. Jetzt stehen wir im Auto und es ist hier richtig ruhig. Im Auto ist es ja immer ruhig, weil es ein geschlossener kleiner Raum ist. Hier ist kaum Hall zu hören und so hören sich die Kopfhörer eben in einer ruhigen Umgebung an. Ja, wie du sehen konntest, ist die Mikrofonqualität der einzelnen Bluetooth-Kopfhörer doch enorm unterschiedlich. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video eine Hilfestellung geben und dir zeigen, wie die einzelnen Mikrofone der Kopfhörer sich anhören und du jetzt anhand dieses Videos für dich entscheiden kannst, welche der Kopfhörer für dich wohl die richtigen sein werden. Da du immer noch dabei bist, denke ich, dass dir das Video gefallen hat. Deswegen würde ich dich gern bitten, ein Like dazulassen, damit auch andere sehen, dass dieses Video wirklich hilfreich ist. Ansonsten schau dir diese Playlist an. Dort findest du weitere interessante Videos und Tests, die ich sonst noch so durchgeführt habe. Da ist sicherlich etwas auch für dich dabei.